Herzlich willkommen auf Tieren Football. Die Themen: Ronaldo kriegt eine Freistellung, der VfB hat seine ersten zwei Neuzugänge und Haller wurde offiziell beim BVB vorgestellt und vieles mehr heute bei Tieren Football. Viel Spaß. Also ich würde sagen, wir fangen auch direkt schon an. Einmal mit dem Premier League Club Chelsea verpflichtet Sterling für 50 Millionen Euro. Er hatte nur noch ein Jahr Vertrag, dafür ist es eine ziemlich hohe Summe, aber sie haben ja jetzt auch das Geld. Außerdem hat der VfB jetzt seine ersten zwei Neuverpflichtungen dieser Saison. Sie sind jetzt der letzte Club, der einkauft auf dem Transfermarkt, so richtig gerade anfängt. Es liegt ja auch unter anderem dran, weil Kalajdzic, Sosa und Mangala erst verkauft werden müssen, damit Geld eingespielt wird. Es soll Wagnermann, der Rechtsverteidiger vom HSV, kommen für so ungefähr 3,7 Millionen Euro inklusive Boni. Es gibt so eine Weiterkaufsgebühr für den HSV dann von 10% und der hat einen Vertrag bis 2026. Perea, der Stürmer von Pas Ioannina, keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aus der ersten griechischen Liga, soll auch zum VfB kommen. Er ist 22 Jahre alt und wechselt für rund 2 Millionen Euro in die Bundesliga. Außerdem, Ronaldo kriegt jetzt endlich eine Freistellung von Manchester United. Allerdings wird er wahrscheinlich nicht zu Bayern wechseln. Kahn hat gesagt, es passt nicht in unsere Philosophie rein und alles Mögliche. Aber es soll eben so sein, dass Ronaldos Ziel Nummer 1 wirklich schon Bayern sein soll. Fabrizio Romano hat auch gesagt, dass sein Berater auf jeden Fall es nochmal bei den Bayern versuchen will und vielleicht beim Gehalt nochmal Einbüßen machen will. Also ganz vom Tisch ist der Wechsel auf jeden Fall noch nicht, aber er ist unwahrscheinlich geworden. Außerdem, für Levi soll jetzt noch ein Angebot von Barca abgegeben sein. Der Präsident von Barca soll positiv gestimmt sein, dass Bayern das Angebot annehmen wird. Mit dem Boni liegt es wahrscheinlich jetzt bei 50 Millionen Euro, also nochmal ein bisschen höher als das letzte Angebot, so 2-3 Millionen. Und jetzt kommen wir zu Matthijs de Ligt von Juventus Turin. Der Innenverteidiger ist ja erst 22 Jahre alt, hochtalentiert und wurde in den letzten Tagen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Bayern sollen auch schon erstes Angebot für de Ligt rausgehauen haben. Es soll schon um die 75 Millionen Euro hoch sein. Das ist sehr, sehr hoch. Also es ist schon fast bei der Wunschsumme 80 Millionen Euro. Wenn das wirklich stimmt, dann denke ich, wird der Deal auf jeden Fall über die Bühne gehen. Auf jeden Fall eine saustarke Verpflichtung von Bayern. Jetzt kommen wir zum Ende noch zum BVB. Und zwar soll ein Star zum BVB kommen. Und zwar Firmino von Liverpool soll laut englischen Medien mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Wäre eine geile Verpflichtung, ganz klar. Er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Allerdings ist es halt einfach so, er wäre viel zu teuer. Er wird schon noch um die 40 Millionen Euro kosten. Und das könnte der BVB halt nicht stemmen. Und sie sind ja immer noch an Raum interessiert und Raum wird als erstes verpflichtet. Und zum Thema Stürmer: Haller wurde gestern auch offiziell beim BVB vorgestellt. Oder vorgestern, je nachdem, wann ich das Video hochlade. Und ja, damit haben sie auf jeden Fall einen starken Spieler verpflichtet. Jetzt müssen sie nur noch verkaufen, damit sie Raum holen können. Also, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und abonnieren, um keine weiteren Transfer-News und Analysen mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.